Hey ho und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lego Worlds. Wir gucken uns heute wieder ein bisschen um. Ich habe schon mal eine Welt erstellt und ja, das ist ja nicht mal... So, jetzt kann er nach vorne winken. Super. Ich habe mich auch direkt schon mal angezogen, weil passend dazu werden wir auch gleich nochmal ins Hauptmenü zurückspringen und... ja, uns noch ein neues Bauset holen. Die meisten von euch haben es ja schon gesehen. Die 50er Jahre haben bei Lego Worlds Einzug gefunden. Und ja, das werde ich natürlich vor allen Dingen groß feiern. Und wir gucken uns natürlich die beiden Bausets an. Aber zunächst werden wir jetzt hier erstmal ein bisschen durch die Welt tingeln. Mir fällt gerade ein, ich muss auch mein Männchen hier noch speichern. Das machen wir am besten hier ganz vorne. Zack. So, gut. Wir gehen mal ein bisschen los und gucken dann mal bei Gelegenheit nach einer freien Fläche, wo wir das dann hinbauen können. Aber für einen Diner und für eine Werkstatt ist, denke ich mal, hier das Lavagebiet nicht so toll. Was willst du denn? Nee, verpiss dich. Dich will ich gar nicht. Ich würde sagen, ich gehe erstmal die goldenen Steine abklappern. Auch hier gibt es wieder noch goldene Steine, die ich noch nicht habe. Was macht denn der da? Da war doch gerade ein Drachenzauberer, oder? Hehe. So. Was haben wir denn hier? Da latscht auch einer rum. Der hätte auch eine Quest, aber die haben wir schon gemacht. Das heißt, wir gehen mal in diese Richtung und müssen wohl übers Wasser... Vorsicht, heiß. Au, au, au. Gut, gehen wir hier am Rand lang. Hier haben wir noch ein bisschen Western. Das habe ich noch mit dazu genommen. Ich zoome mal die Kamera wieder ein bisschen raus, sonst wird der Bildschirm so hektisch. Die Stadt ist aber gerade tote Hose, so wie sie aussieht. Oh, ne. So, hier wird hier noch irgendwelche weißen Quests. Da ist noch eine Quest. Was willst du denn? Sheriff? Hallo, kannst du mal stehen bleiben? Hallo? Oh, Herrgott. Howdy, ich bin hier der Sheriff und sorge in dem Ort für Recht und Ordnung. Hast du mein Schießeisen gesehen? Ich habe eins einstecken, kannst du haben. Praktisch ein College von mir. So. Was haben wir hier noch? Hier ist noch ein Sheriff. Der hat irgendwie Angst. Kann es sein? Na, dann kommt mal her, Jungs. Gibt's direkt auf die Glocke. Das war Nummer Uno. Die anderen zwei... Was sind die hier drin, oder was? Kneipenschlägerei! Was machst du da? Der hängt im Tisch fest, der Idiot. Und ich komme nicht dran. Wo ist mein feines Katana? Alter! Kann ich den Tisch nicht wegmachen, weil der Typ jetzt auch drin festhängt? Ups, jetzt habe ich ihn entfernt. Schade. Fette Schlägerei. Kann man die Kamera damit ein bisschen besser sieht hier. So, wo ist noch einer? Oh, da. Super. Ja, komm, das Herz nehmen wir mit. Hat ja toll geklappt. Ich bin schwerstens begeistert. Wir gehen mal hier hinten durch. So, ihr könnt mich jetzt alle mal hier mit euren Quests. Wir gehen jetzt erstmal zum goldenen Stein. So, ein bisschen Frust ablassen muss ich. So, hast du jetzt davon, blödes Skelett.
Alter, der führt mich hier quer durch die Pampa. Wo ist denn dieser Kackstein? Was ist denn hier oben? Hier oben ist ein Häuschen. So, mein Freund, was willst du denn? Ein Sheriffstern. Irgendein Bandit hat das Sheriffschild gestohlen. Du musst mir helfen, ein neues anzubringen. Hier war die Rede von einem Sheriffschild und nicht noch ein Ofen und so. Freundchen, Freundchen. Man kann es auch übertreiben, gell? So, Sheriffstern. Machen wir da schön mittig. Können wir das noch so? Bam. Was war noch? Ein Ofen. Den packen wir nach drinnen. Hier so, würde ich sagen. Zing. Und das Ding für die Pferde. Machen wir selbstverständlich nach draußen. So. Und da ist der goldene Stein. 214. Und noch ein paar Münzchen. So wie es gehört. Braver Sheriff. So. Hervorragend. Da ist noch ein Kistchen. Sehe ich auf der Minimap. Irgendwo hier. Irgendwo da. Irgendwo da oben. Gucken wir auch nochmal rein. Vielleicht gibt es ja noch ein paar Sachen, die uns komischerweise fehlen. Keine Ahnung. Ach, die Pistole. Ja, genau. Das ist auf jeden Fall zumindest mal wieder so. Hier steht eine Kutsche. Können wir noch ein bisschen Kutsche fahren? Hätte ich Bock drauf jetzt. So. Welche Richtung nehmen wir? Ich würde sagen, wir gehen hier noch ein bisschen rum. Kommen wir hier, rum? Oh, Rückwärtsgang, Goldchen. Piep, 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 piep. Ach du Scheiße. So, und jetzt wieder vorwärts. Kommt schon, Mädels. Piep, piep, piep. Du drehst in die falsche Richtung. Piep. Piep, Alter. Oh, wie süß, brav so rückwärts laufen. Ja, jetzt seid schon feine Pferdchen. Feine Pferdchen. So, und jetzt aber wieder schnurstracks nach vorne. Los geht das. Oh, da ist noch eine andere Kutsche. Kenne ich die schon, die Kutsche? Das ist die Postkutsche, glaube ich, gell? Aber die habe ich schon, oder? Ja. Ach komm, nehmen wir die Postkutsche. Nee, nicht hinten rein. Kannst du dich auch vorne auf den Bock setzen? Ja, okay. Wollte schon sagen. So, los geht das. Hoch auf den gelben Wagen. Nein, ich lasse es. Also ist er ja nicht gelb. Sondern kaputt? Nee, doch nicht. Dumm, die dumm. Und hier rum. Da rennt eine Kuh von einem Skorpion weg. Sehr schön. So, ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht, weil das kann sich hier nur um Stunden handeln. Ich hoffe, wir kommen da drüben überhaupt an mit der Kutsche. Hier ist es nämlich ganz schön holprig. Aus dem Weg, du blödes Skelett. Ja, und da verließen sie auch schon. Komm, das schafft ihr. Gut, wir gucken mal, ob wir hier irgendwie rumkommen. Ach, da ist Wasser. Das ist doch alles scheiße. Wo wollt ihr denn hin, Gäule? Hallo, ich will nach links. Mein Stick zeigt nach links. Hallo. Och. Die Viecher auch immer einen eigenen. Jetzt hängt mich in der Kutsche. So. Müssen wir uns mal ein abgeschiedenes Plätzchen suchen. Ich habe auch noch das Candyland wieder mit reingenommen in meine Welt hier. Können wir vielleicht da dann die zwei Bausets bauen. Aber da müssen wir sowieso nochmal dann in den Hauptscreen. Ich habe das nämlich jetzt vergessen runterzuladen. Ja. Alter, die Schlangen hier.
So, hier schnell auch mal kutschen. Na, hier ist doch schon Candyland. Oh, ist ja massig viel, ey. Ich will auch nochmal gucken wollte, ob es hier was Neues gibt. Da rennen wieder Wutzis rum. Ey, was? Da ist ein Delfin in der Pampe. Ein Pudding-Delfin. Sehr geil. So, und ich habe ein Wasserfahrrad. Das Schwein hat eine Quest. Guten Tag. Bleib doch mal stehen. Hallo. So. Was willst du? Hey, was willst du? Oh. Hab ich das? Oh, guck mal, da ist auch ein Werwolf. Ich glaube, das habe ich nicht, sonst würde es mir ja anzeigen, oder? Ich dachte, das wäre hier so ein Stein von denen hier, aber scheinbar nicht. Liebe Wutzi, ich muss dich leider enttäuschen. Ich glaube, ich habe das nicht. Nee, stopp. Zumachen und... Aber dafür nehme ich dich als Reitkumpan hier. Oh, wie viel Werwölfe sind denn hier, bitte? Die haben es alle auf die Menschen hier abgesehen. Alter, das ist aber jetzt nicht nochmal dieselbe Quest, oder? Nee, nicht aufs Fahrrad. Hä? Ach, das ist gar nicht der goldene Stein, oder was? Doch, ist er wohl. Okay. Jetzt habe ich die Quest ja aber schon gemacht. Kriege ich dann trotzdem jetzt nochmal einen goldenen Stein? Bla 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 bla. Sheriffstern. Ging ja fix. Nochmal. Ofen. Diesmal ist es ein Outdoor-Ofen. So. Und die Anbindestelle. Mein Hund fährt wieder durch. Ja, nö, das war's mit dem goldenen Stein. Verdammt. Na gut. Okay, aber zumindest mal einen. Das ist ja schon mal wenigstens ein bisschen was. So, was ist jetzt hier los? Pferdchen, bleibt doch mal stehen. Ach, das ist ein Pony, glaube ich, oder? Ja. Das ist genau meine Größe. Super. So, haben wir denn außer dem Schwein... Was ist denn das? Oh, da rennt noch einer rum. Stopp. Halt. Hier geblieben. Was willst du denn? Ein Eis willst du. Besorge mir eine Abkühlung, dann teile ich meine Süßigkeit mit dir. Wett. Gut, Eiswaffeln sollten wir genug haben. Was hast du denn? Ein Wassereis. Und ich gebe meinem Pony einen grünen Apfel, weil ich wieder den falschen Knopf gedrückt habe. Herrgott im Himmel, ich wollte nur das Eis einstecken. Geh doch mal weg jetzt da. So, was haben wir denn hier? Was sind das? Achso, Schwarzwälder Kirsch. Hallöchen. Jetzt rennt der Gaul mir auch noch hinterher. So, liebe Katie, deinen Minotaurus hast du ja mittlerweile. Das heißt, hier brauche ich nicht nochmal rein. Gut. Wie die läuft. Ist ja gut, ich bin ja schon weg. Oh, auf weiße Mäuse hätte ich jetzt Bock. Kennt ihr die? Diese Gummi, Schaumstoff, was weiß ich, diese zum Essen. Oh, und die gibt es auch in rosa. Die sind noch leckerer. Ich darf hier durch das Candyland nicht lang laufen, weil sonst Brummel, Brummel. Oh,
Wir könnten auch mal wieder ein bisschen Drache fliegen, oder? Nein, nicht. Du sollst da. Ja, genau. So, dann gehe ich aber mal ein bisschen weiter weg mit der Kamera. Nee, warte mal, jetzt muss ich erst wieder hier lernen, wie man mit dem Ding fliegt. So. Weil wir nicht auf. Was machen die denn da unten? Wenn ich auf einem Reittier bin, sehe ich die Quest nicht, oder wie war das, gell? Schade. Na gut. So, hier sind lauter Schweine, die alle Dings wollen. Alter! Ihr habt ja wohl eine Rassel, oder? Was wollt ihr denn alles? Ein Glück habe ich das schon gemacht. Ich hab euer Shit-Ding nicht. Vielleicht finde ich es ja noch. Die Häuschen sind so süß. Ach, apropos Häuschen. Ich bin sofort wieder da. Ich gehe nur schnell in das Hauptmenü. Ich melde mich gleich wieder. One pair of pants later. Willkommen zurück. Ja, wir befinden uns jetzt hier im Hauptmenü wieder bei den Modellen. Und das Diner habe ich mir schon mal unter den Nagel gerissen. Fehlt jetzt noch hier diese wunderschöne kleine 50er Jahre Tankstelle mit kleiner Werkstatt oder so hinten dran, glaube ich. Schnappen wir uns natürlich auch noch. Badam. Und dann gehen wir schnurstracks auf unsere Welt zurück. Ladebildschirm. Obst und Gemüse werden aufgegessen. Maschinen brauchen. Was? So, da sind wir wieder. Ups, was ist das für eine Perspektive? Der ist so geil. Und ich würde sagen, wir gucken uns die ganzen Dinger mal an und wir stellen sie genau hier hin. Hier ist doch ein schöner Platz. Den Taucher habe ich noch gar nicht aus der letzten Folge freigeschaltet. Drache gehen mir bloß aus der Rübe, gell, Freund? Ich sag's dir im Guten. Und du willst auch nicht runter. Was macht denn der da? Alter, hat er mich gerade gekillt. Na, dann wäre ich ja hier nicht mehr im Menü, oder? So, Feinkostladen, Steinebank, wo ist denn der Krempel? Hallo? Feuerwache? Ah, hier. So, hier ist es deiner. Hallo, Wutz. Das kann ich doch jetzt auch irgendwie so drehen. Da, so. Das setzen wir mal. Dahin. Hallo, hier wird gebaut. Bitte nicht weitergehen. Stopp, bitte nicht weitergehen. Was willst du denn? Du willst ein Foto mit so einem Männchen. Ja, Lebkuchenmännchen. Klar gibt's die. Komm mal mit, zeige ich dir. Wenn ich einen finde, jetzt hier auf die Schanelle. Da ist auch noch eine Quest. Da ist ein Lebkuchenmännchen. Ja, warte mal, guck mal. Das ist ganz praktisch. Da kann ich jetzt von dir ein Lebkuchenbild machen. Mit dem Lebkuchenmännchen. So, sogar mit zwei. Oh. Fett gepost, mein Freund. Los, rück die Knete raus. Wo ist eine Kirsche? Auch gut. So, wo ist das Lebkuchenmännchen? Weg. Scheiße. Hier ist noch eine Tussi mit. Was ist denn hier los? Wieso habt ihr auf einmal wieder alle Quests? Schmetterlinge, was willst du denn? Schmetterlinge mag ich am liebsten. Kannst du welche für mich suchen und damit ich mit ihnen spielen kann? Die macht so geile Geräusche. Das kann ich gar nicht nachmachen. So, die junge Frau hätte gerne Schmetterlinge. Schmetterling, da ist er schon. So, 8 Stück.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zap, fertig. Ehep, lecker Münzchen. Perfekt. So, dann gehen wir mal. Alter, wie schön das hier aussieht. Genau meine Musik. So, hier bleibe ich jetzt für alle Ewigkeit. So, erstmal von Weitem gucken. Also, da oben steht einer drauf. Da steht Fat Diner. Was ist denn da oben noch? Das sieht ja cool aus. So, gucken wir mal rein. Es ist offen, das heißt, cool, auf der Rückseite steht S closed. Das ist geil gemacht. Boah, fette Burger. Sorry, ich glaube, ich habe gerade gespuckt. Vor lauter... Oh, wie cool das hier ist. Und die Mucke läuft. Yeah. Da oben die geilen Bilder. Sehr geil. Kaffeemaschine. Schade, dass man hier nicht tanzen kann so. So, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um circa, keine Ahnung. Die hat Rollschuh an. Also ich muss ja gestehen, ich habe das Diner schon mal aufgebaut gehabt und habe mir das schon mal angeguckt, weil ich war super neugierig. Ich wollte es halt jetzt nur zusammen vorstellen hier. Deswegen habe ich auch die Quest schon von der Ollen. Allerdings ist die damals draußen rumgefahren und ich habe nur die Quest gemacht. Ich habe drin noch gar nicht viel geguckt. Ja, deswegen habe ich die Quest hier schon. Also so geil, dass die Rollschuh hat. Ich finde das so cool. So, wir gehen mal hinten raus. Hallo? Ah, ist schon offen. So, weil hier oben ist nämlich noch eine Muckibude. So, gehen wir hier hoch. Klimaanlage ist an, das ist schon mal gut. Dann kann man ja hier fett trainieren jetzt. Unsere dicken Muskeln stehlen. So schaut's aus. So, Sandsack. Aber hier kann man gar nichts benutzen. Das ist ja blöd. Hier in dem Ring? Nee, schade. Das wäre cool gewesen, wenn sie hier noch so Animationen halt eingefügt hätten. Wie er dann mit dem Zeug hier trainiert oder hier so, weiß ich nicht, so ein paar Box-Animationen oder so. Hoppala. Spider-Man. Oder hier eine Box-Animation oder so. Das wäre schön gewesen. Bitte, bitte macht das doch noch. Falls ihr zuschaut, werdet ihr eh nicht. So, das ist im Übrigen die Quest von der jungen Frau hier unten. Man sollte hier das Loch stopfen. Da habe ich einfach ein paar Platten drüber gelegt und gut war. Dann war die Quest beendet. Hier geht es noch eins höher. Über eine W-Händel-Treppe. So. Gucken wir mal, was hier drin ist. Alter, was? Cool. Hier ist ein fettes Musikstudio drin. Das ist ja geil. Hier mit Aufnahmegerät und so. Und hier drin steht ein Mikro. Das kann man aber auch nicht benutzen. Warum nicht? Verdammt. Ich hätte jetzt hier mal einen abgetrellert. Aber da man es nicht benutzen kann, singe ich euch auch nichts vor. Tut mir leid. So, hier haben wir noch einen Wartestuhl und eine irgendwas. So, wo geht's hier hin? Das ist nur ein Balkon. Ja. Aber da ging es doch jetzt noch eins höher, oder? Ja, hier eine Leiter. Aufs Dach. Oh, hier steht eine Kiste. Habe ich die beim letzten Mal schon aufgemacht? Seltsam. Gut. Egal. So. Das, ihr Lieben, war das Diner. Hier fliegt ein Schmetterling. So, gucken wir uns jetzt noch muss ich wieder raussuchen. Gucken wir uns jetzt noch die Werkstatt an.
Wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie? Da. Werkstatt 50er. Alter, ist auch so ein Klotz. Ich will die irgendwo hinbauen, wo ich jetzt... Dann muss ich sie hier... warte mal. Das ist jetzt doof. Hier sah es nach mehr Platz aus, als es jetzt im Endeffekt eigentlich ist. Nee, das mache ich nicht. Warte, wir machen das anders. Ich mache hier mal kurz... Anheben, absenken, ebnen. So, dann gehen wir ein bisschen runter. Und machen das Ganze ein bisschen größer. Und gehen noch ein bisschen runter. Gehen auf den Kopf. So, ihr Lieben, Pech gehabt. Ich brauche hier Platz. Platz! Ich hoffe, der Drache nimmt es mir nicht übel. Und das Häuschen auch nicht. Upsa! Jetzt habe ich aus Versehen das Häuschen weggemacht. Das ist aber jetzt ärgerlich. Verdammt! Gut. Guck mal da oben. Und hier und da und überall. Die Münzen nehmen wir noch mit. Für die schwere Arbeit beim Ebnen. So. Also, auf ein neues. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Platz. Die Werkstatt. Wo setzen wir sie jetzt hin? Nicht auf den Drachen, bitte. Setzen sie hier hinten hin, glaube ich. So. Und die habe auch ich noch nicht gesehen. Noch nicht in keinster Weise, nur auf Bildern. Wie ihr seht, boah, die ganzen alten Zapfsäulen. Wie cool ist das denn? Ich muss mal ein bisschen näher ran, es tut mir leid. Guck mal, ein Kumpel von mir. Tag auch. So, warte mal. Erstmal die Zapfsäulen. Das Zeichen hier oben sieht aus wie von Pepsi. Was? Alter, sind das verschiedene Zapfsäulen? Ach, ich habe immer noch die Dings. So, können wir jetzt mal bitte... So, das sind jetzt... Ach, das ist eine silberne. Das ist eine Gas. Gas und hier Fuel. Glaube ich, oder? Rote Retro und grüne Retro. Wo ist denn die? Naja, doch. Die hat so ein Mintgrün. So, was haben wir hier? Fette Werkstatt mit... Was bist du? Ein Werkzeugschrank. Und was bist du? Ein Rasenmäher. Ach, nee, ein Wagenheber. Wie cool. Ja, dick. Und hier läuft auch wieder dick Mucke. Yeah, noch ein Werkzeugregal und ein... Werkzeugschränkchen. Okay. Haben wir die Fenster schon? Das sind keine Fenster. Gut. Einwandfrei. Lass mal hier hinten rum gucken, ob... Ach ja, stimmt. Die Steine gibt's ja. Ich wollte gerade sagen, wo kommen die runden Steine her? Hier ist ein... Hier ist nicht schön da. Oh, hier gibt's anscheinend noch mehr. So, was haben wir denn hier? Ein Zeitungsständer. Zeitungshalter, entschuldige bitte. So, Türen, Fenster, bla bla bla, haben wir alle schon. Was mit den Lampen? Nö, haben wir auch. Beziehungsweise ist gebaut. Hier gibt es sonst auch nichts. Gut, dann, ich mache hier nichts kaputt diesmal. Wir gehen ganz offiziell hier die Tür rein. So, was haben wir denn hier noch nicht? Kaugummiautomat kennen wir schon aus der Stadt. Eine neue Kasse. Ist ja cool. Also eine Tankenkasse hier von... Ja, mit so Prospekten hier noch auf dem Dings. Ist ja geil. Und ein Soda-Automat. Wie geil ist das denn? Limo-Automat. Geil. Musikbox haben wir schon aus dem Diner. Cool. So, wo ist denn jetzt hier mein Tankwart-Geselle? Kumpel. Hey! Schmalzlocke, wo bist du? Komm her!